Hallo meine lieben Freunde, habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Genau, es ist Zeit für eine weitere Folge, Evoland 2. Gut, dann machen wir mal weiter, fortfahren und ja, wir haben schon eine Stunde und 44 Minuten Spielzeit, das ist ja mal interessant. Wie war das jetzt mal hier stehen geblieben? Ist das tatsächlich wahr? Ja, das könnte sein. Du hast eine Quest für mich. Hier ist die Liste der offenen Stellen, sagt Bescheid, wenn ich euch eine davon zusagt. Ja, okay, Kellnerin bei McDonald's. Seid ihr sicher, dass ihr Kellner bei McDonald's annehmen wollt? Ja. Geht zu McDonald's, dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt daran, es bloß nicht dort. Nichts, nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hatte. Ich wollte immer Astronaut... Astronaut? Wieso, was willst denn du... Ja, okay. Wenn du Astronaut werden willst, dann können wir das vielleicht noch umsetzen. So, dann wollen wir mal zu diesem geilen W-Zeichen hin. McDonald's, wo bist du nochmal, McDonald's? Gut, dass ich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe. Deswegen kann ich hier wieder ein bisschen durch die Gegend irren. Ja. McDonald's war aber, glaube ich, unten. Wir gehen aber erstmal nach rechts. Nicht, dass ich mich hier täusche. So, das ist nicht McDonald's. Aber das hier unten könnte McDonald's sein. Da, da wo der W ist, das ist McDonald's. So. Tageskarte, Vorspeise, bla bla bla. So. Willkommen bei McDonald's. Die Küche ist noch geschlossen. Schaut später nochmal vorbei. Oh, seid ihr die neue Kellnerin? Perfekt. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja. Ihr werdet sehen. Es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt er zu mir, um das Gericht abzuholen und dann ist dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellungen. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm hin, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Versucht mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor er serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das war's. Kinderleicht, oder? Keine Ahnung. Wollt ihr, dass ich die Anweisungen wiederhole? Nein, will ich nicht, aber ich habe ehrlich gesagt nur vorgelesen und keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Wunderbar, damit haben wir offiziell Chief Shitty Fuck. So, mal gucken, ob ich die Quest hier schaffe. So. Ich habe mich noch nicht entschieden. Also. Der hat ein Fragezeichen im Kopf. Heißt das, der will jetzt was? Hallo, ich möchte bitte den Big Wok bestellen. Oh, jetzt ist hier... Ich hätte gerne das Tagesgericht. Okay. Und wie mache ich das jetzt zu essen? Wie mache ich jetzt was zu futtern? Welches Gericht hättet ihr gerne? Den Big Wok. Bitteschön, den Big Wok. Danke. Was wolltest du nochmal haben? Muss ich das nochmal sagen? Das Tagesgericht bitte. Ah, ich war mir fast sicher, dass die das haben will, aber irgendwie war ich mir jetzt auch nicht sicher. Danke. Tut mir leid, ich bin da nicht so gut drin. Die sind nur mittelmäßig gelaunt, das gefällt mir gar nicht. So, aber hier, wenn die bezahlen wollen, dann knöpfe ich den da schnell ab. Hier, zack, zack, zack. Es war lecker, danke. Super, hauen Sie rein, mein Freund. Da. Es war nicht direkt schlecht, eher so lala. Oh Mann, jetzt kommt die gleiche Tuse hier. So, mal gucken, wann die was haben wollen. Die Pasta à la Chef, und zwar zackig. Okay. Moment. So, Tagesgericht. So, Pasta à la was? Pasta à la Chef. So. Danke, das ging ja schnell. So, unten gibt es dann das Tagesgericht nochmal. So, zack, zack. Das ging schnell. Das Tagesgericht bitte. So, wow, die will schon zahlen. War lecker, danke. So, dann das Tagesgericht. So. Danke, das ging ja schnell. So, du willst bezahlen? Bitteschön. Achso, der hinten will schon. Der wartet schon anscheinend ein bisschen länger. Ja, du könntest das Tagesgericht haben. Kein Problem.
Bitteschön, das ging ja schnell. Ala Chapuf will das haben. So, wurde aber da. So. Ein Salat bitte. Du willst bezahlen? Ja, sorry, ich kann nicht auf alle achten. Salat. Salat. So. Was willst du denn? Du kriegst ein Tagesgericht, ja. Mann. Leute, was ist denn da los bei euch? Ihr verfressenen Stücke. Was willst du haben? Ja, chill mal. Hä? Wie Salat? Ja, Junge, sei doch nicht mad. Hä? Junge, was willst du von mir? Erst will er keinen Salat, dann hat er was? Hier, Salat. Hä, warum willst du jetzt die Pasta à la irgendwas? Bist du behindert? Hä, du wolltest sogar noch einen Salat haben. Das kann doch nicht sein. Was willst du? Bist du böse? Muss ich jetzt nochmal sagen? Mal sehen. Tagesgericht. So, und du willst? So, hau ab. Salat. Salat und Tagesgericht, okay. Salat. So, und Tagesgericht. So, hoffentlich überschreibt sich das nicht. So, für dich hätte ich das Salat. Nein, funktioniert nicht. Du hast auch nicht den Big Wok bestellt. Stimmt gar nicht. Manche NPCs, die lügen auch wirklich, ey. Die haben was ganz anderes bestellt. Ja, du da unten, du kriegst gleich überhaupt gar nichts, weißt du das? Hier, ich gebe dir jetzt einen Big Wok, den stecke ich jetzt in deinen Big Ass und dann bist du Freund. Ja. Ja, verpiss dich einfach. Komm, mach's gut. Hau rein. Mach den Job doch besser, Fotze, hä? So. Gut, das war's für heute. Wir haben heute 15 Gäste bedient. Allerdings haben wir 4 verloren. Ihr müsst besser werden, wenn ihr weiter hier arbeiten wollt. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 5,1 Durchschnitt. Hier habt ihr euer Gehalt. Kommt gerne wieder, um hier zu arbeiten. Das reicht mir jetzt. Mein Gott, ich würde hier niemals mehr arbeiten. Das war ja der größte Scheiß auf Erden. Oh, ist es schon Abend? Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Schon? Echt jetzt? Herr Schlamassel lobt euch in den höchsten Tönen. Die Nacht wird euch nichts kosten. Bleibt ihr? Ja. Why not? So. Ich habe hier irgendwas mit 150 irgendwas gehört. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal Geld zu verdienen. Bist du denn bis Wahnsinns? Ja, klatsche ich ja lieber ein paar wild gewordene Monster draußen und lass mich irgendwie halb krepieren. Also halb töten oder sonst was. Statt hier noch weiter arbeiten zu gehen. 150 Gil waren abgemacht, ja? Müssen sie sich jetzt dran halten. So. Und scheiße, man kommt über das Innenloch da rein. Was ich also machen? Ich muss doch einfach nur hier oben lang. Und? Habt ihr die 150G? Yes. Ah! Glückwunsch! Scheint so, als hättet ihr euch ordentlich ins Zeug gelegt. Ich schätze, ihr wollt sicher so schnell wie möglich loslegen, was? Hier, nehmt diesen Schlüssel. Damit könnt ihr durch die Kanalisation fliehen. Nichts zu danken. Euer finanzieller Beitrag ist mir des Dankes genug. Schlüssel. Wir haben es geschafft. Endlich kommen wir raus aus dieser Stadt. Hab Dank, Fräulein Fina. Dank euch darf ich meinen Sohn wiedersehen und vielleicht ist es noch früh genug, mein Volk zu retten. Keine Ursache, Menos. Es ist doch selbstverständlich, dass man einander hilft, wenn man das gleiche Schicksal teilt. Das gleiche Schicksal? Wir Dämonen glauben nicht an Schicksal, nur an freien Willen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Es war nur eine Redensart. Macht nichts, tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Kuro, ich glaube, ihr solltet die Führung bei unserem kleinen Expedition übernehmen. Ja, wie komme ich denn hin? Auf geht's, yeah. Wartet! Nehmt dieses kleine Andenken von mir an, mit dem Dank des Hauses. Ein Treueabzeichen. Oh, geil.
Genau die Art Gegenstand, die einem überhaupt nichts nützt. Yeah. Geil, da wollte ich schon immer mal haben. Etwas, das nichts nützt. Hm. Passiert öfter so, dass man sowas hatte. So, und wie komme ich jetzt in die Kanalisation rein? Kann ich irgendein Haus mal abgeschlossen? Also von der alten Dame war es schon mal nicht. Ich bin stolz auf Bla und Bli. Stimmt, das war die Mutter von Dalken. Oder so. Allerdings muss ich jetzt wirklich überlegen, was Dings angeht. Kanalisation. Muss ich dafür wieder ins Schloss zufällig? Zurück back in the castle rein? Ich weiß es nämlich gerade ernsthaft nicht. Es könnte gut sein. Ich weiß es nicht. Was ist los? Soldaten haben keine besonderen Ansprüche, aber Leutnants sind da eine ganz andere Kaliber. Was tun? Was tun? Na, verrückt oder blablabla. Also, uns will man hier nicht passieren lassen, das ist jetzt aber jammerschade. Dabei bin ich eigentlich so eine VIP-Person, dass man mich hier nicht durchlässt, wenn ich echt dreckig und scheiße zugleich. Alter, kann ich hier auch nicht durch? Vorher darf niemand das Gefängnis betreten oder verlassen, so lautet der Befehl des Leutnants. So ein Ärger, ich sitze hier fest, dabei habe ich eine Verabredung mit einer Kellnerin aus dem Gasthaus. Wenn ich diesen Gefangenen zu fassen kriege, werde ich ihm selbst einen hübschen Tunnel graben. Ah, meine Güte. Was ist das hier überhaupt für eine Mauer? Die ist hässlich. So, das habe ich dir gegeben. Jetzt hat die... Jetzt fängt die Mauer gleich an zu weinen, weil wir sie halt übelst gedisst haben. Ach so, ja, stimmt. Hier unten ist die Kanalisation. Ah. Da war ja was. So, ich nutze Schlüssel. Yeah, geil. Ha, jetzt kommt die Mario-Action endlich ins Spiel. Alles klar. So. Das finde ich am geilsten hier. Einfach dieses und bam. So, was haben wir hier? Das ist mein Schatz. Finger weg. Herr Schlamassel. Ihr habt 360. Ja, geil. Auch mal nice. Wir haben jetzt irgendwie das Geld, was wir verloren hatten, wieder zurückgeklaut. Das ist natürlich ja mal sehr, sehr, sehr interessant. Endlich frei. Und Guru, was nun? Minus folgen, wie wär's mit einem Imbiss nach einem Magilithen suchen. Feinde töten und EP sammeln. Auf keinen Fall! Wir können später Mobs farmen, wenn wir weiter in der Geschichte fortgeschritten sind. Nun, was sagt ihr, Kuro? Wie wär's mit einem Imbiss? Ich bin nicht sicher, dass dies der richtige Zeitpunkt für so etwas ist. Glaubt ihr nicht, wir haben Besseres zu tun? Nun, was sagt die Kuro? Ja, dann Minos folgen. Ich habe ja nichts gegen ihn, aber das könnte gefährlich werden. Nun, was... Alter. Gut. Dann suchen wir jetzt halt nach diesem Magilithen, mein Gott. Aber natürlich, das ist es. Eine hervorragende Idee. Ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind, aber es muss irgendwie mit dem Magilithen zu tun haben. Wenn wir einen finden, können wir vielleicht endlich nach Hause. Oh, wir müssen uns beeilen. Mein Vater wird schon sich Sorgen um mich machen. Aber wenn ich es mir so recht überlege, wenn der Magilith uns ermöglicht, durch die Zeit zu reisen, wäre er noch gar nicht geboren. Shit happens. Genauso wie der Controller jetzt einfach nicht funktioniert. Cool. Einfach very good. Was ist? Warum funktionierst du nicht? So, raus, dann wieder rein. Aha, ich glaube, jetzt funktioniert es wieder. Wenn wir also in die Zeit vor unserem Aufbruch zurückkehren... Ah! Mein Schädel qualmt schon, weil ich in vier Dimensionen denken muss. Ich begreife euer Dilemma nicht, doch wenn ihr nach einem Magilithen sucht, findet ihr ihn nördlich vom Lager meines Vaters. Tatsächlich? Habt ihr das gehört, Kuro? Das ist unsere Fahrkarte für die Heimreise. Wir kommen mit euch, Minos. Natürlich nur, wenn es euch nicht recht ist. Es wäre mir ein Vergnügen, Fräulein Fina. Allerdings weiß ich nicht, wie wir das Lager meines Vaters unversehrt erreichen wollen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, wurde die Mayenne-Brücke vom Imperium eingenommen. Aber vielleicht können wir sie doch überqueren. Brechen wir gen Norden auf. Sobald wir dort sind, sehen wir weiter. Eure Stärke wird uns zum Vorteil gereichen, Solid Snail. Da nichts wie los! Yeah! Gut, wo kann ich mir ein Fahrrad holen und rumdüsen? Gar nicht, okay. So, hier haben wir noch bestimmt irgendwelche diverse andere Städte. Sera! Gut. Oh Gott, wie sieht denn der da oder das da oder was auch immer aus? Ich träume davon, dass mich eines Tages mein Traumprinz auf einem wunderschönen weißen Hengst in die Ferne entführt. Ja, seid ihr das vielleicht?
Nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, glaube ich kaum, dass Kuro damit gemeint ist. Eieiei. Ja gut, also ich denke mal, hier gibt es nicht sonderlich viel. Mich juckt auch gar nicht mal so viel, was hier abgeht. Ich wollte es einfach nur aus Kulanzgründen aber mal hier runtergehen. Obwohl, es juckt mich einfach wirklich kein Stück. So, dann gehen wir mal zu dieser wunderschönen Brücke, wo wir schon Slimes sehen. Und Pilze. Level up! Yeah! Unsere Stärke hat sich jetzt nicht so wirklich drastisch erhöht, aber dafür unser Leben umso mehr. So, die lässt mich nicht passieren, oder? Tut mir leid, aber momentan darf niemand die Brücke überqueren. Tja, Captain Obvious. Das Kaiserreich hat Truppen in feindliches Gebiet entsandt, daher dürfen Zivilisten diesen Punkt nicht passieren. Das habe ich mir schon gedacht. Sie lassen uns nicht durch. Es muss doch einen Weg geben, Kuro. Sucht weiter. Ja, okay. Also, ich mache meine super Special-Attacke hier mit dem Ding und dann ist alles kaputt. Vorsicht! Der Felsbrocken wird in diese Richtung fallen. Schnell, Kuro! Überqueren wir schnell die Brücke! Tschüss! Arschlöcher! Ja, of course, Alter! Das Ding jumpt auf die Brücke rauf! Das habe ich gewusst! So! Nun, da wir jetzt easy peasy die Brücke überquert haben, fühle ich mich gleich tausendmal besser. So! Dann machen wir mal weiter in diesen komischen Super-Duper-Wald. Spukwald. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich es aber wirklich mit der Angst zu tun. Brrr. Von diesem Ort bekomme ich eine Gänsehaut. Hier würde ich meinen Urlaub nicht verbringen wollen. Wir nennen ihn den Spukwald. Spuk. Ich hasse Geister. Wisst ihr denn nicht, dass es keine Geister gibt, Fräulein Fina? Habt ihr es gehört? Kuro, beschützt mich! Solid Snail, beschützt uns! Oh Mann. Ihr seid hier nicht willkommen! Meister Jedi hat uns befohlen, euch nicht durchzulassen! Geht um oder sterb! Lasst uns umkehren, ja? Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg zum Lager meines Vaters, hoffe ich jedenfalls. Das gibt's doch nicht. Zum einen sahen diese Geister nicht so schwierig aus und außerdem haben Kuro und ich es echt eilig, nach Hause zu kommen. Könnt ihr mir folgen, Kuro? Sollten wir fortfahren? Ja, klar. In dem Fall, nach euch. Hey, ich glaube, wir haben seine Schwachstelle gerade gefunden, Kuro. Ich nicht. Ich nicht. So, was ist denn jetzt hiermit? Oder muss ich das zackstückeln hier mit meiner super tollen Lady hier? So, probieren wir gleich aus. Also, das funktioniert nicht, leider. Da müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Oh, what the fuck, Alter. Da kommen Zombies aus dem Boden. Was ist denn hier los? Ach so, aber hier funktioniert diese Scheiße aber auch nicht mehr. Alter, what the fuck, wie viel AP haben die? So, wir smashen einfach, was das Zeug hält und dann ist alles scoozy. Gut, dass die Zombies so fucking langsam sind. Das macht die Sache einfach nur ein bisschen einfacher. So, was ist das für ein Scheißteil? Na, das ist ja nett. Ja, natürlich, of course. So, wir haben es kaputt gemacht. Wir sind die Schuldigen. Okay, mehr Zombies für uns, alles klar. So, Zombies, da habe ich doch gar nichts gegen. Oh, warte mal. Dann haben wir noch grüne Slimes dazu. Okay, die Dudes finde ich natürlich ein bisschen unsexy. Oh, aber wenn man die haut, dann fliegen die ziemlich weit. Und yay. Wir können mal wieder nach 100 Jahren speichern. Das ist doch mal eine klasse Sache. Oh, guck mal, ein Grabstein. Wenn da nicht ein Ghost rauskommt, wenn ich dran vorbeilaufe. Oder hier, oder das. Ja, natürlich. Hui. So, die Flamme da. Was soll ich mit der machen? Da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Vielleicht mit ihm? Ne, mit ihm kann ich ja auch nichts machen. Oh, jetzt kommt auf einmal ein Geist. Hehehehe. Auf gar keinen Fall werdet ihr von hier verschwinden. Wah! What the hell? So, damit kann man wahrscheinlich nur angreifen, wenn er auch so hell ist. Nicht, wenn er jetzt so transparent ist.
Aua. Alter. Was ist denn mit dir kaputt, Geist? Hohoho, erledigt habe ich dich. So, und jetzt können wir weiter passieren. Achso, die Flamme wird also zerstört, wenn man den Geist besiegt. Das ist ja mal interessant. So. Aber ich habe das Gefühl, ich gehe gleich trotzdem Game Over. Warum auch immer, ich weiß nicht. Ist nur so ein Gefühl. Ist nur so ein Gefühl. Da schauen wir mal hier. Da kommt gleich ein Geist raus. So, irgendwie können wir den wahrscheinlich triggern. Aber was genau müssen wir dafür tun? Ah, okay. Grabsteine hauen ist also schon mal böse, habe ich gemerkt. Kommen einfach irgendwelche bösen Dinger raus. Zombies. So, danke. Aber an den kann ich mich wunderbar hochheilen. Aua. Ey, wie unfair, wie es mich direkt haut einfach. Ja, komm. Level up! Yeah! Ja, so, jetzt komm her. Oh, es ist ein fucking Item hier unten drin, ne? Und wie soll ich da drankommen? Du bist ja witzig, du Scheißgeist. Arschloch. So, oh, warte, hier können wir weitergehen. Das ist gut. Wobei? Guck mal, wie viele Gebüsche hier sind. Das ist ja irgendwie voll verdächtig. So, Herz. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Okay. So, an diesen... dieser Einmünze kommen wir leider nicht dran, weil der Weg ja versperrt ist. Ganz mysterious shit.